Musikcharts, das, was man früher halt im Jamba-Spar-Abo bekam. Und in den 90er Jahren sogar eine abendfüllende Fernsehsendung. Diese Woche war Vollmond, man kann also davon ausgehen, dass auch in den deutschen Charts ganz schön seltsame Dinge geschehen sind. Das waren Zeiten. Heute sind die Charts noch merkwürdiger. Ein Rapper schafft nun das Unmögliche. Die Rekorde von den Beatles hat er geknackt. Capital schafft es 12-mal hintereinander auf die 1. Aber das ist kein deutsches Ding. So sieht's in England aus. Ed Sheeran hat im letzten Sommer 14 der ersten 15 Plätze belegt. Da bräuchte man ja Sheeran Adblocker. Das ist doch nicht normal. Woher das kommt, wieso das System Chartermittlung vollkommen 20. Jahrhundert ist und wer davon profitiert, jetzt. Die Beatles. John Lennon, Paul McCartney, Harrison Ford und der andere. Eigentlich die erfolgreichste Band der Welt, was das Künstlerische, aber auch das Kommerzielle angeht. Sie hatten mehr Nummer 1 Singles als alle anderen Gruppen oder Sänger. Im April 1964 belegten sie sogar die ersten 5 Plätze der US-Charts. Jahrzehntelang ist da niemand rangekommen. Aber in letzter Zeit bekommen sie reichlich Konkurrenz. Neben Ed Sheeran hat der Rapper Drake ordentlich aufgeräumt mit dem Beatles-Rekord. Drake konnte 7 Singles in den US Top 10 unterbringen. Und dazu waren alle 25 Lieder seines Albums Scorpion in den Top 100 der US-Charts. Und in Deutschland? Capital Bra zerschmettert alle Chartrekorde, wenn er nicht gerade mit MTV-Moderatoren Investitionstipps diskutiert. Bestimmt genug, um in was Schlaues zu investieren, so wie junge Rapper zum Beispiel, oder? In was denn? In Shisha-Tabak? Man kann in viele gute Sachen investieren. In die Bildung der Jugend zum Beispiel. Und was? In dein Heimatland. Laut den Charts ist Capital Bra jetzt genauso erfolgreich wie die Beatles in Deutschland. Und wer ist daran schuld? Ja, schaut uns nicht so an. Wir sind nur das verstaubte Unternehmen, was die Charts ermittelt. Wir pfuschen da seit Jahren drin rum. Ich weiß aber auch nicht mehr, was ich machen soll. Verdammtes Internet! Hör auf, alles kaputt zu machen! Über die Jahre ist da einiges schiefgelaufen. Schauen wir uns doch mal an, warum die Charts einfach nicht mehr in diese Zeit passen. Da wäre zum einen die mangelhafte Methode, wie die eigentlich entstehen. Früher entschied die Anzahl an verkauften Tonträgern, wer an welcher Stelle in den Charts stand. Doch dann kamen iTunes und die ganzen Downloads. Um den Vorrang der physischen Tonträger gegenüber den billigeren Downloadverkäufen zu sichern, hat man 2007 kurzerhand das System geändert. Seitdem ist nicht mehr die verkaufte Stückzahl entscheidend, sondern der damit erzielte Umsatz. Das bedeutet, dass eine 10 Euro CD 10-mal so viel Chartgewicht hat wie ein 1 Euro Download. Aber auch, dass eine 50 Euro CD 5-mal mehr zählt als eine 10 Euro CD. Das hat zu skurrilen Tricks geführt. Zum Beispiel diese Ariana Grande Fanbox für schlappe 68,80 Euro. Und eine Ariana Venti Fanbox schon ab 90 Euro. Haha, Starbucks Gags. Klassiker. Dafür gibt's aber auch neben der CD 3 Polaroids, ein Poster, temporäre Tattoos und ein Popsocket mit ihrem Logo drauf. Und umsonst die einzigartige Gelegenheit nachzuschauen, was zum Teufel ein Popsocket ist. Wenn ihr wisst, was das ist, dann schreibt's in die Kommentare, denn wir hatten wirklich überhaupt keinen Bock, so einen Scheiß zu suchen. Durch all diesen Dreingabenkram für ein extrem teures Album zeigen die Charts aber natürlich nicht mehr, wie erfolgreich die Musik an sich ist. Und dann noch eine weitere Änderung, und zwar wie Streams eigentlich gewertet werden. Seit 2014 berücksichtigen die offiziellen Charts neben den physischen Tonträgern auch über 30-sekündige Streams aus bezahlten Premium-Angeboten. Das wirft die Frage auf, wie viel Streams sind denn ein Verkauf? Die Streaming-Zahlen geben an, wie oft ein Lied tatsächlich gelaufen ist, während der Preis einer CD ja nun angibt, wie viel eine CD eben wert ist. Und um beides trotzdem verrechnen zu können, wurde veranschlagt, dass eine durchschnittliche Single mit 5 Euro in die Charts eingeht und einmal streamen hingegen mit einem Cent. Und dann ist die letzten Jahre auch noch das passiert. Kein Scheiß. Bisher waren 100 Streams notwendig, um den Preis eines verkauften Albums zu erreichen, aber ist das nicht ein bisschen willkürlich? Dann lass uns doch 200. Die Charts versuchen zwar den technologischen Entwicklungen gerecht zu werden. Das ist toll. Das wirkt aber oft total beliebig. In Österreich zum Beispiel. Nachdem Raff, Camorra und Bones MC letztes Jahr 13 der Top 14 der österreichischen Charts belegt haben, haben die Verantwortlichen kurzerhand die Regeln geändert und
In Zukunft werden nur noch die Top 3 Songs eines Albums in die Wertung aufgenommen. Das ist nicht mehr als kurzfristige Kosmetik, die darüber hinaus nicht mal geeignet ist, das nächste Problem zu lösen. Das veränderte Hörverhalten. Zwar braucht man eine Menge Streams, um auf das Umsatzvolumen von einer Ariana Grande Fanbox zu kommen, aber auf der anderen Seite ist das inzwischen überhaupt kein Problem mehr. Drakes Album zum Beispiel wurde in nur einer Woche mehr als 1 Milliarde Mal gestreamt. Ein Lied zu streamen ist hierzulande das normalste und beiläufigste der Welt. Und wenn die Charts Streaming berücksichtigen wollen, dann müssen sie damit rechnen, dass diejenigen, die Charts dominieren, die einfach immer und überall Musik hören. Junge Menschen, die unter 34-Jährigen machen 72% der Nutzer bei Spotify aus. Die Charts werden inzwischen von einer Kombination aus Smartphone, Streaming, Flatrate und Schulhof bestimmt. Da kommt auf Dauer der Verkauf von Platten nicht mehr gegen an. Und trotzdem bleibt ein weiteres Problem. Die Charts sind halt einfach nicht zeitgemäß. Also der ganze Gedanke. Denn die Musikcharts sind meilenweit davon entfernt, uns ein Bild zu geben von was Deutschland hört. Denn eine total wichtige Musikstreaming-Plattform fehlt komplett. YouTube. Denn YouTube wird von Jugendlichen fast genauso oft zum Musikhören genutzt wie alle Streamingdienste zusammen. Und das nicht nur in Deutschland. YouTube ist the world's most used website to listen to music legally. Around 1.3 billion people use the site just for music. Dass die Charts scheiße geworden sind, ist ganz allein die Schuld der Charts. Oder? Aber irgendwie fällt uns auch kein schlaueres System ein. Und deshalb machen wir einfach mit. Bestellen Sie jetzt die Assi-Box. Für alle, für die die Charts immer noch zu viel mit Musik zu tun haben. Du erhältst die 15 besten Rülps-Songs auf einer CD, inklusive von meinem beliebten Song Aufregen, weil der Jägermeister nicht kalt ist. Gratis dazu 3 originale leere Pfandflaschen und einen Popsocket für Bierflaschen mit dem Bild vom Assi. Out now für nur 7000 Euro. Und wenn dir das zu Assi ist, abonnieren geht natürlich auch. Das hat auch nichts mit den Charts zu tun. Es geht hier einfach um interessante Themen und tolle Videos. Ja, und bei 400.000 Abonnenten, da rübt sich Sherry Sherry Lady zusammen mit Capital Bra. Freut euch drauf. Zu singen.